Hallo meine Lieben, heute ist wieder ein neues Video für euch und heute habe ich wieder einige Fehlkäufe und Favoriten in der Aufgebraucht-Edition für euch. Es ist so viel zusammengekommen. Ich bin gespannt, wie viele Produkte es insgesamt werden. Das schreibe ich euch bestimmt irgendwo hin. Und dann würde ich sagen, starten wir auch direkt mit diesem Video und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Wir starten mit einem Feuchtigkeitsshampoo von Nivea, was Willi und ich zusammen aufgebraucht haben. Das ist ja recht feuchtigkeitsspendend formuliert. Also die Tenside, die benutzt werden, sind, ich sage mal, Standard. Aber ansonsten findet man halt Hyaluron noch mit drin und Milchsäure als Feuchtigkeitsbinder. Der ist jetzt nicht hochkonzentriert enthalten, aber ich muss sagen, ich war sehr, sehr positiv überrascht von dem Shampoo. Also ich fand, es hat die Haare wirklich schön frisch gemacht. Es war nicht zu reizend, nicht zu strapazierend auf der Kopfhaut und auch nicht beschwerend. Und auch Willi hat es sehr gerne benutzt. Ich fand den Duft auch zusätzlich ziemlich erfrischend irgendwie, obwohl es sehr... ja, Aloe Vera, frisch riecht, ist es ein Duft, der sehr stark ist. Also kann ich empfehlen. Ich sehe gerade, auf diesem Produkt sieht man gar nichts mehr. Das ist ein Kiehl's Reinigungsöl. Das hatte ich mal in irgendeiner Box oder so drin. Und zwar ist das dieses Midnight Öl. Nee, ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher, weil nichts mehr drauf zu lesen ist. Ah, doch. Ja, hier steht irgendwas mit Midnight drauf. Auf jeden Fall fand ich dieses Öl tatsächlich nicht ganz so gut. Also es ist ein sehr wässriges Öl, wenn man das so sagen kann, ein sehr flüssiges Öl. Ich habe es nicht ganz so leicht trotzdem abwaschen können, obwohl es schon eine weniger reichhaltige Textur hatte. Und ich habe auch das Gefühl, dass es nicht sonderlich effektiv war. Also ich glaube, es hat den Sonnenschutz und auch die Foundation nicht komplett abbekommen. Und ich musste auf jeden Fall mit einem Reinigungsschaum nochmal drüber gehen, sonst hatte ich am nächsten Tag schon wie so kleine Unreinheiten, weil man sich halt dann nicht vollständig abgeschminkt hat. Also ich mich dann nicht vollständig abgeschminkt hatte, wenn ich nur dieses Öl benutzt habe. Deshalb, ja, das will ich nicht nochmal kaufen und ich habe auch den Rest dann zum Pinselreinigen benutzt. Auch diese Dusche von Balea ist leer gegangen. Das ist ein absoluter Favorit von mir. Es ist die Dusche mit Mandelblüte und Magnolie und ich finde, die geht einfach immer. Die hat so einen pudrig, cremig, süßen Duft. Also ich glaube, diese Cremenote, die ich wahrnehme, die kommt von der Mandel und dann gibt es aber so eine ganz, ganz zarte Blumennuance da noch mit drin. Also wahrscheinlich von der Magnolie. Wie gesagt, es ist ein Duft, den ich sehr gerne mag. Den kann man immer benutzen. Ist perfekt für den Alltag. Ich finde auch, dass die hier gar nicht so super schlecht formuliert ist. Also was heißt schlecht formuliert? Duschgel ist natürlich auch immer reinigend vor allem formuliert. Aber hier steckt zum Beispiel im Gegensatz zu anderen Duschgelprodukten von Balea auch nur eine Parfümierung mit drin, keine deklarationspflichtigen Duftstoffe und dennoch ist der Duft gut wahrnehmbar. Ich weiß gar nicht, wie oft ich dieses Produkt noch zeige und ich weiß auch nicht, warum ich es doch immer wieder nachkaufe. Also ich weiß es schon, es ist die Reisegröße von dem Batiste Trockenshampoo und ich finde es einfach zum Verreisen super praktisch, das kleine Format davon mitzunehmen, weil das große ja doch ein bisschen mehr Platz im Koffer oder im Gepäck dann wegnimmt. Andererseits muss ich aber einfach sagen, dass ich finde, dass ich es mit zwei Sprühstößen aufgebraucht habe. Ich mag Batiste Trockenshampoos, ich mag die Wirkung davon und ich finde die Haare bzw. die Kopfhaut sehen auch schön frisch damit aus. Also ihr solltet das natürlich auf eure Haare auftragen, nicht auf die Kopfhaut direkt, weil die Haare sollen ja frischer aussehen und auf der Kopfhaut strapaziert es halt eher. Aber wie gesagt, da müsste einfach ein bisschen mehr drin sein, auch wenn es eine Reisegröße ist. Auch diese große Variante von Batiste habe ich jetzt aufgebraucht. Das ist jetzt mal eine, die ich davor noch nicht kannte. Die habe ich jetzt neu getestet für geschädigtes oder strapaziertes Haar mit festigendem Keratin. Ich gucke mir hier nochmal kurz die Inhaltsstoffe an. Ja, also enthält zum Teil auch noch Öl, was immer gar nicht so schlecht ist, weil ich euch ja gesagt habe, wenn da Feuchtigkeitsbinder oder so Rückfetter mit drin sind in Trockenshampoo, ergibt das schon Sinn, dadurch, dass Trockenshampoos ja sonst hauptsächlich austrocknend sind. Auch das Keratin lässt sich finden. Ansonsten ist es typisch für ein Trockenshampoo formuliert. Also wenn ich hier die Formulierung so angucke, finde ich die gar nicht so schlecht, abgesehen von den vielen Duftstoffen, die da noch drin sind. Und ich glaube, ich mochte den Duft jetzt gar nicht mal so sehr. Also ich fand den sogar recht penetrant. Das ist so ein, ja, sehr pudriger, aber sehr penetranter, ja, Seifenduft. Und ich glaube, das war tatsächlich eines der Trockenshampoos von Batiste, die bei mir auch nicht so gut funktioniert haben wie die anderen. Also vielleicht liegt es wirklich daran, dass es so ein bisschen reichhaltiger formuliert ist und der Ansatz so schneller wieder fettig aussah und nicht ganz so frisch. Also auch hier würde ich eher wieder die Batiste Standard-Varianten kaufen als das hier. All-Time-Favoriten, ihr kennt sie, wenn ihr mich kennt, sind diese, ja, Hautpflege Booster von Beauty Mates. Ich habe
schon die alten Versionen davon, ich weiß gar nicht, wie oft aufgebraucht. Das sind jetzt die neuen. Also Beauty Mates hatte ja vor einiger Zeit so eine Sortimentsumstellung. Die haben ein paar neue Produkte ins Sortiment mit aufgenommen. Die haben andere wiederum überarbeitet. Das Design bzw. die Verpackung sieht jetzt auch nochmal ganz anders aus. Und ja, ich habe hier einmal den Clear Skin Booster. Also der ist gegen Unreinheiten mit einem 15%igen Zinkkomplex und 15% Niacinamid steckt da auch mit drin. Und dann habe ich hier den Glow Booster. Der enthält 12% Vitamin C und 15% Niacinamid genauso. Beide sind parfümfrei und ich sage euch, diese Beauty Mates Booster sind einfach so enorm gut konzentriert. Und wenn ihr euch was bestellt und Unreinheiten habt, ich empfehle die wirklich allen, bestellt euch diese beiden Produkte hier. Meine beste Freundin hat mir das schon nachgekauft. Generell im Freundeskreis habe ich das schon so häufig empfohlen. Ich habe es euch schon so häufig gezeigt. Den Anti-Unreinheiten-Booster sozusagen, den benutze ich immer abends. Ich trage den vor allem natürlich auch auf meine Unreinheiten auf, gebe den aber auch über das gesamte Gesicht. Und neuerdings sieht die Creme ja so aus. Gehe dann mit der Creme nochmal drüber. Die ist richtig schön reichhaltig und feuchtigkeitsspendend. Und so habt ihr auch gar keinen komisches Gefühl oder so auf der Haut. Also eure Haut fühlt sich richtig gut mit Feuchtigkeit versorgt an, obwohl ihr eben gleichzeitig so ein bisschen was dafür tut, dass eure Unreinheiten austrocknen. Und Niacinamid ist ja aber auch zusätzlich nochmal ein Feuchtigkeitsbinder. Den Glow Booster kann man auch zusätzlich morgens ganz gut auftragen. Ihr könnt aber auch die abwechselnd quasi benutzen oder nacheinander benutzen. Der verfeinert das Hautbild einfach nochmal ein bisschen mehr und 12% Vitamin C ist wirklich eine Konzentration, die sehr gut ist, die man selten findet und dafür ist auch das Design und der Flakon einfach genau richtig gewählt, weil er lichtundurchlässig ist. Ich kann euch von den Neuheiten übrigens auch den Sonnenschutz wärmstens empfehlen. Der Selbstbräuner geht auch immer, wenn ihr einen guten Selbstbräuner sucht. Stöbert euch da gerne durch, denn ich habe seit längerer Zeit auch wieder einen Rabattcode. Den blende ich euch hier ein. Damit gibt es 20% auf das gesamte Sortiment. Ihr findet auch alles nochmal in der Infobox. Weiterhin ist leer gegangen dieses Haarpflegespray, auch im Reiseformat von Davines. Ich glaube, so spricht man es aus. Das hatte ich letztens irgendwo gehört, gelesen. Und wenn man das lesen kann, wie eine Aussprache ist, ich weiß es nicht. Ich bin der Meinung, ich habe es in irgendeinem Friseursalon gehört. Das ist wirklich von der Formulierung her ein schön, ja, pflegendes und gleichzeitig versiegelndes Spray. Es enthält wasserlösliche Silikone und ich nutze es auch immer nochmal, wenn ich meine Haare gewaschen habe und bevor ich sie geföhnt habe. Also, dass es auch wie ein Hitzeschutz nochmal ist. Also, es ist auch ein Hitzeschutz. Riecht wahnsinnig gut, wenn ihr den Duft dort nicht kennt. Also, das ist so ein toller, süßer, eleganter, schwerer Duft. Ich glaube, ich kenne keinen, der diesen Duft nicht mag. Aber ich habe schon von einer Zuschauerin gehört, dass die Davines-Produkte wohl nochmal eine ordentliche Preissteigerung abbekommen haben. Ich verlinke euch das trotzdem nochmal in der Infobox. Bei Amazon gibt es da meistens ganz gute Angebote. Die Reisegröße gibt es nicht nur als Reisegröße, sondern auch nochmal in groß zu kaufen. Ein richtig gutes Micellenwasser von Nivea ist das hier. Das enthält ein 5%iges Serum, bestehend aus Vitamin C und E. Ich hatte euch hier, glaube ich, gesagt, dass mich etwas verwirrt hat, dass hier gleich am Anfang ein Vitamin E-Derivat zu finden ist, aber es ist auch das reine Vitamin E mit drin. Das ist nämlich auch eigentlich Standard in vielen Produkten. Auch ein Vitamin C-Derivat lässt sich finden. Das finde ich aber bei Vitamin C, wie gesagt, auch nicht so schlimm. Ich hatte euch ja gerade gesagt, dass das sehr schwer zu verarbeiten ist und gerade in solchen Produkten ist ein Derivat auf jeden Fall sinnvoll. Was ich besonders schön finde, ist es, dass das Micellenwasser wirklich ohne Parfüm auskommt. Es hat zwei Phasen, die man miteinander vermischt, also gut schütteln. Und es ist so effektiv, hinterlässt ein angenehmes Hautgefühl. Also ich muss sagen, ich mag das gerade wirklich sehr gerne. Ich wasche es immer ab, weil dazu noch Fragen kommen. Micellen im Micellenwasser binden den Schmutz, müssen aber demnach auch wieder abgewaschen werden, auch wenn es meistens anders draufsteht. Auch ein Produkt ist leer gegangen, was ich auch schon seit Jahren liebe. Das ist dieses Duschöl von L'Occitane. Auch das hat so einen genialen Duft. Es riecht nach Wellness, es riecht ein bisschen süß, es riecht auch ein ganz bisschen blumig, es riecht irgendwie nach Öl auch, wenn man das so sagen kann, aber nach einem sehr hochwertigen und irgendwie edlem Öl. Die Textur vom Öl ist auch super interessant, weil es schon ein Öl ist, was sich zunächst so ein bisschen samtig auf der Haut anfühlt, dann aber fast in so einen leicht schaumigen Zustand übergeht. Und ich finde, man hat schon das Gefühl, dass es reinigend ist und gleichzeitig die Haut nicht zu sehr strapaziert. Tolles Produkt. Shampoos haben wir diesmal wirklich einige aufgebraucht. Hier auch unter anderem dieses. Das ist ein reinigendes Shampoo, soll für einen fettigen Ansatz und geschädigte Spitzen sorgen.
Wie habe ich den Satz angefangen? Es ist für einen fettigen Ansatz und geschädigte Spitzen geeignet. Rosenwasser und Micellen sind da wohl auch drin. Und ansonsten ist es ein Shampoo, was sehr, sehr stark reinigend formuliert ist. Es ist auf jeden Fall kein Shampoo, was ihr jeden Tag benutzen solltet, weil es dafür einfach zu sehr die Kopfhaut angreift. Aber es ist ein Shampoo, was ihr gut benutzen könnt, wenn ihr viel mit Stylingprodukten arbeitet oder auch viel mit Silikon und zwischendurch mal so eine richtige Reinigung machen wollt, dass eure Haare danach wirklich wieder sehr aufnahmefähig sind. Wenn ich wirklich auch sehr fettige oder sehr beschwerte Haare habe, dann kann ich dieses Shampoo gut benutzen, weil der Ansatz danach auch wieder richtig schön frisch aussieht und es riecht auch sehr, sehr frisch. Es riecht fast wie so ein Friseurprodukt. Nach längerer Zeit wieder nachgekauft habe ich mir das Cremeölpeeling von Kneipp. Das hatte ich, wie gesagt, lange jetzt nicht mehr in Benutzung und habe es auch einfach nicht nachgekauft gehabt, aber ich hatte wieder richtig Lust drauf und ich wollte euch das auch für ein Instagram-Format zeigen, also für ein Reel-Format. Das ist nämlich wirklich ein tolles Creme-Öl-Peeling, was es in der Drogerie zu kaufen gibt. Das gibt es nicht nur in dieser Tüte zu kaufen, sondern auch in einem Pott. Enthält viele sehr reichhaltige, rückfettende Öle. Merkt man auch auf der Haut. Das Peeling ist ein mechanisches Peeling. Es wirkt aber nicht zu grob, nicht zu reizend durch diese Öle. Also die Haut wird gleichzeitig gepflegt, bekommt auch nochmal so einen schützenden Film. Und der Duft ist auch richtig schön. Also auch der riecht irgendwie edel für mich. Ich sage das häufiger, ich weiß gar nicht, ob ihr so viel damit anfangen könnt. Aber es ist, wie gesagt, so ein süßlich, blumig, edlerer Duft. Irgendwie benutze ich auch ganz selten nur noch Augen-Make-up-Entferner, sondern ja, greife da immer auf Micellenwasser zurück. Aber das hatte ich auch in irgendeiner Box drin oder so. Deshalb habe ich das jetzt auf Reisen immer mitgenommen. Das ist nämlich sehr praktisch, wenn ihr sonst vielleicht für euer Gesicht auch ein Reinigungsöl und einen Reinigungsschaum nutzt und eure Augenpartie mit etwas anderem abschminken wollt, so wie ich es auch ganz oft mache. Ich habe auch das hier als sehr angenehm auf meiner Haut, also auch in meiner Augenpartie empfunden. Es war effektiv, hat das Augen-Make-up gut abbekommen und hat meine Haut nicht strapaziert, also die Haut um die Augen herum, hat nicht gebrannt, weder auf der Haut noch in den Augen oder so. Also habe ich mir tatsächlich auch nochmal nachbestellt oder nachbesorgt. Dann habe ich ja die Pumpkin Spice Tuchmaske getestet für euch. Ich habe auch die euch in einem Reel, aber soweit ich weiß auch in einem YouTube-Format gezeigt. Ich habe sogar schon 2 Packungen davon jetzt leer gemacht. Ich habe hier irgendwie nur eine. Und ich muss auch sagen, die Maske war gar nicht schlecht. Auch die hat meine Haut nicht strapaziert, hat nicht gebrannt. Ich würde euch Tuchmasken natürlich wirklich immer nur mal zwischendurch empfehlen, dadurch, dass da immer auch viel Müll mit einhergeht und generell Masken natürlich auch keinen sonderlich langfristigen Effekt haben. Das ist immer nur mal was für zwischendurch und vielleicht für so einen kleinen Wohlfühlmoment auch. Oder wenn eure Haut wirklich gerade enorm strapaziert ist und ihr mal ein bisschen mehr braucht. Die ist gar nicht super spannend formuliert. Glycerin ist als Feuchtigkeitsbinder drin, aber auch Hyaluron und Panthenol sind als Feuchtigkeitsbinder enthalten. Dann lässt sich Macadamiaöl finden und die Parfümierung ist auch recht dezent. Man riecht die Tuchmaske aber schon und hat auch einen angenehmen Duft. Riecht eher süßlich, ein bisschen zimtig, schon nach Pumpkin Spice Latte halt. Bei dem Produkt bin ich mir gar nicht sicher, ob es das überhaupt noch zu kaufen gibt. Auch das müsste ich mal in irgendeiner Box drin gehabt haben. Das ist von Glisscur die Hairspa-Pflege zum Ausspülen für sehr geschädigte und trockene Haare. Auch hier ist Keratin enthalten. Das hat außerdem noch so eine kleinen Peeling-Körner mit drin gehabt. Hier steht auch, man kann es für beanspruchtes Haar im feuchten, gewaschenen Haar bis in die Spitze nutzen und bei feinem Haar soll man es sanft im feuchten Haar verteilen, um die Haarstruktur zu schützen. Also man konnte es wohl auch so wirklich auf der Kopfhaut anwenden, aber ich fand es schon reichhaltig, also diese Kur. Und wenn ich dann das Ganze nach dem Shampoo auf der Kopfhaut aufgetragen habe, ließ sich das auch nicht so gut auswaschen und die Haare wirkten so ein bisschen beschwert damit. Aber ansonsten fand ich den Duft hier auch wieder gut. Riecht so typisch nach Glisskur, finde ich. Und hat die Haare, wie gesagt, auch sehr geschmeidig gemacht. Seht ihr, da haben wir gleich noch das nächste Shampoo. Auch das ist ein Feuchtigkeitsshampoo. Ihr seht schon, ich habe euch das aber auch schon häufiger erzählt. In Friseursalons wird mir immer empfohlen, auf Feuchtigkeitsshampoos zu achten. Und deshalb kaufe ich auch hauptsächlich Feuchtigkeitsshampoos. Das ist jetzt hier aus der Natural Beauty Reihe von Balea. Ohne Silikone und Sulfate, aber nur ohne bestimmte Sulfate. Hier sind trotzdem Tenside enthalten, die reinigend sind. Ich muss sagen, am Anfang fand ich das Produkt noch ganz gut. Ich glaube, mittlerweile hat das auch noch einen neuen Duft bekommen, den ich sowieso nicht mehr so mag. Oder
Oder verwechsel ich das gerade? Da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber das Shampoo hier an sich war zum Beispiel ein ganz anderes als dieses hier von Pathé Improvis, was wirklich sehr reinigend war. Obwohl das auch Reiniger, also Tenside mit drin hat, habe ich das Gefühl gehabt, dass mein Ansatz sehr schnell damit wieder nachgefettet ist, dass es eben nicht so reinigend war. Es ist teilweise auch etwas beschwerend auf meinen Haaren lag und deshalb hat es Willi dann aufgebraucht. So, und dann zeige ich euch noch dieses Produkt. Es sind noch einige drin in der Tüte, aber das würde jetzt wirklich den Rahmen sprengen. Das hier ist eine Cremeseife, eine milde Seife von Balea. Die soll pflegen und reinigen und außerdem antibakteriell sein. Ich hatte die mal irgendwann gekauft, weil ich irgendwie so verzweifelt war, was das Seifensortiment bei DM anbelangt. Mittlerweile wurde es ja wieder ein bisschen aufgestockt mit neuen Düften und so. Aber ich hatte da echt so lange gar nichts, was mich gereizt hat. Und deshalb habe ich dann einfach mal auf sowas hier zurückgegriffen. Auch hier ist es so, dass die Seife beduftet ist. Auch gar nicht mal so mild. Also Parfüm lässt sich sogar so mittig in der Inhaltsstoffliste finden. Hat aber so einen typischen Seifenduft, also riecht jetzt nicht speziell nach irgendwas. Ansonsten findet man Milchsäure ziemlich hochkonzentriert da drin. Also zumindest im Vergleich zu den anderen Inhaltsstoffen. Ja, Glycerin als Feuchtigkeitsbinder, Panthenol. Ich fand die tatsächlich ein bisschen weniger strapazierend für die Hände. Also das habe ich daran gemerkt, dass wenn meine Hände schon strapaziert sind und ich dann meine Hände wasche, bestimmte Seifen natürlich brennen dann zum Beispiel auf meinen Händen oder sie noch mehr austrocknen. Bei der hatte ich jetzt nicht so das Gefühl. Aber ja, ich habe irgendwie gar keine starke Meinung dazu. Ich würde sie mir jetzt wahrscheinlich nicht direkt nochmal nachkaufen, eher wirklich so als Backup haben, wenn ich mal wieder sowas Milderes brauche. So, meine Lieben, und das war's dann mit dem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn das so ist, lasst mir super gerne einen Daumen nach oben da. Und nun wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und sage Tschüss.